Das Zwei-Massen-Schwungrad besteht aus dem Primärschwungrad, das motorseitig angebracht ist, und dem Sekundärschwungrad, welches getriebeseitig angebracht ist. Hier sieht man außerdem die Getriebeantriebswelle und den Außen- sowie Innendämpfer und die Federn. Zu erwähnen ist, dass die Primärschwungmasse aus dem Primärschwungrad und dem Kurbeltrieb besteht. Zu der Sekundärschwungmasse gehören das Sekundärschwungrad und die Kupplung. Was würde eigentlich passieren, wenn kein Zwei-Massen-Schwungrad vorhanden ist? Würde bei einem Viertakt-Hubkolbenmotor das Zwei-Massen-Schwungrad fehlen, kommt es bei einer bestimmten Drehzahl zu Getrieberasseln und Karosseriedröhnen. Was ruft denn dieses Dröhnen und Rasseln hervor? Hervorgerufen wird dieses Rasseln und Dröhnen dadurch, dass die Schwingungen von Motorausgang und Getriebeeingang ähnliche Schwingungsweiten und Frequenzen aufweisen. Es kommt dadurch zu einer Verstärkung der Schwingungen. Man nennt diese Verstärkung Resonanz. Dieses Diagramm zeigt die Schwingungen des Systems ohne Zwei-Massen-Schwungrad. In diesem Diagramm sieht man, dass das Zwei-Massen-Schwungrad die Schwingungen vom Motor und vom Getriebe über seine Federdämpfersystem entkoppelt. Dadurch wird erreicht, dass die Schwingungen unterschiedlich sind. In der Praxis kommt es dabei auch zu einer Phasenverschiebung, die man in dieser Abbildung nicht sieht. Resonanz wird vermieden.